Zum Abschluss noch eine Definition. Und zwar nennt man der minimal, wenn das folgende gilt. Ein Automat A heißt minimal, wenn für alle weiteren endlichen Automaten, die die gleiche Sprache akzeptieren, also Äquivalentautomaten, wenn die Anzahl der Zustände in dem Automaten A kleiner oder gleich ist A'. Das heißt, jeder andere Automat hat mindestens so viele Zustände wie der Automat A. Dann nennt man minimal. Ja, also unter allen Automaten, die die Sprache akzeptieren, ist es derjenige mit den wenigsten Zuständen. Und das Zweite, was wir noch brauchen, der heißt reduziert. Wenn für alle Zustandspaare Q und Q' gilt, wenn Q äquivalent ist zu Q', daraus folgt, dass die beiden schon gleich sind. Wenn Zustände äquivalent sind, dann müssen sie gleich sein. Oder es gibt keine verschiedenen Zustände, die sich gleichartig verhalten.